Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder eine Frage zum Thema Belüftung. Hallo, sollte ein Sprudelstein eher am Boden oder eher in der Mitte des Teiches platziert werden? Vielen Dank und freundlichen Gruß, Tim. Ja, Tim, das ist eine gute Frage. Wir sind, glaube ich, auf das Thema schon öfters eingegangen. Ob er jetzt am Boden oder in der Mitte des Teiches platziert werden sollte, ist zunächst mal die Frage, wie tief ist der Teich? Also ich persönlich schau, dass ich maximal in 1,50 Meter Wassertiefe belüfte. Das hat was mit der Stickstoffsättigung bzw. mit der Stickstoffübersättigung zu tun. Wir drücken ja die Luft bekanntermaßen mit Pumpen, mit Druckpumpen, mit Membranpumpen, drücken wir durch eine Luftleitung, gehen dann durch einen, entweder einen Sprudelstein oder einen Ausströmer Schlauch oder sonst irgendein Medium, wo man die Luft in Perlen verteilen kann. Und das funktioniert alles unter Druck. Und je tiefer der Sprudelstein platziert ist, desto höher ist der Druck und desto größer ist die Gefahr, dass der Stickstoff, der zu 79% in unserer Luft oder 78% in unserer Umgebungsluft vorhanden ist, dass es beim Stickstoff zu einer Übersättigung kommt. Und im Gegensatz zum Sauerstoff ist eine Stickstoffübersättigung schon knapp über 100%. Also ich glaube, bei 103% gibt es schon die Gasblasenkrankheit. Da setzt sich der Stickstoff auf die Kiemen und die Fische können im Prinzip keinen Sauerstoff mehr aufnehmen und kein CO2 und Ammonium mehr abgeben. Und das führt relativ schnell zum Tod und ist vor allem eine Geschichte, die in der Regel den ganzen Bestand. Also im Gegensatz zu anderen Symptomen ist das nichts, wo jetzt einzelne Fische betrifft, sondern mit einer Stickstoffübersättigung kann man tatsächlich seinen gesamten Bestand verlieren. Also ich würde maximal auf 1,50 Meter gehen. Und wenn man jetzt mal anschaut, wenn ich den Sprudelstein auf 1,50 Meter statt in 2 Meter Wassertiefe platziere, dann habe ich auch den Vorteil, dass die Luftpumpe, die ja auch druckabhängig arbeitet, das ist wie bei den Wasserpumpen auch, oder es ist ähnlich wie bei den Wasserpumpen, je flacher der Stein platziert wird, desto mehr Luft kann die Pumpe in den Teich reindrücken. Also je geringer der Gegendruck, desto geringer ist der Druckverlust der Pumpe. So, und wenn ich jetzt nur 1,50 Meter Wassertiefe habe, statt 2 Meter, dann sorge ich natürlich auch dafür, dass sehr viel mehr Strömung entsteht. Und die Strömung hat wieder den Vorteil, dass die eventuell sauerstoffärmeren Schichten von unten nach oben kommen, wo sie dann auch wieder an der Wasseroberfläche sich mit atmosphärischem Sauerstoff, mit Sauerstoff anreichern können. Also 1,50 Meter reicht völlig aus. Ich kenne auch Teiche, wo die Belüftung in maximal 1 Meter liegt. Das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Da braucht man jetzt auch, bei 1,50 Meter wollte ich sagen, braucht man auch keine Angst haben, dass das negative Folgen hat. Ein Vorteil hat es noch, wenn man die Luftsteine nicht komplett auf dem Boden legt, durch die Tatsache, dass die aufsteigende Luft natürlich Wasser mitreißt, kommt natürlich an die Sprudelsteine selber auch von seitlich Wasser nach. Und da kommt nicht nur Wasser nach, sondern kommt auch Schmutz nach. Und dann hat man oftmals, wenn Sie mal Ihren Teich ausschalten oder wenn Sie Ihre Belüftung ausschalten und mal die Stelle begutachten, wo sich Ihr Luftausströmer, welcher Art auch immer, befindet, dann ist es eigentlich häufig damit verbunden, dass da auch Schmutz drumherum ist. Und von daher ist es besser, wenn der Sprudelstein wirklich ein bisschen vom Boden weg ist, weil dann kann immer noch die Strömung drunter weg und kann dann den Boden auch in dem Bereich sauber halten. So, das zum Thema, wie tief sollten Sprudelsteine platziert werden.